Ich habe schon total viel geschafft, aber es ist auch schon total viel schiefgegangen. Das ist nicht immer alles so einfach, wenn man irgendwie versucht, seine Träume zu leben und es klappt nicht immer alles so. Und dann sich immer wieder rauszuboxen und positiven Spirit sich zu erhalten. Für mich ist der Frauenfußball der Fußball, in den ich mich persönlich verliebt habe. Ich bin Lena Kassel, ich bin Sportjournalistin und Moderatorin. Ich treffe Laura Freigang, sie ist die Spielmacherin. Mit ihr spreche ich über ihre Vorbilder und wie es sich anfühlt, selber ein Vorbild zu sein. Was ist denn das passendste Adjektiv zu Laura Freigang? Ich würde sagen, ich bin sehr offen. Also ich bin für alles, für jeden Spaß zu haben, mache alles mit, probiere alles aus, lebe so auch gerne mein Leben. Was ist denn für dich Freiheit? Ja, Freiheit so im klassischen Sinne ist dann irgendwie auch das zu tun, worauf man Lust hat. Natürlich so beim Fußball ist das immer so ein bisschen so ein Balanceakt, weil man ist ja Teil von einem Team. Gerade zum Beispiel, wenn man jetzt auf ein Turnier fährt oder so, da merke ich es immer. Manchmal nicht so viel Freiheit, weil man sehr viel vorgegeben hat. Für manche, das merke ich immer, ist es Entspannung. Für mich ist es dann manchmal Stress, weil ich irgendwie so ein bisschen so, ich brauche so ein bisschen mein Ding. Aber ich finde, so in jedem Rahmen gibt es ja immer Möglichkeiten, sich so ein bisschen seine Freiheit beizubehalten. Insofern fahre ich da ganz gut bis jetzt eigentlich. Wie kam es denn dazu, dass du gesagt hast, okay, Fußball ist jetzt das Ding und Fußball fange ich an? Kann ich gar nicht sagen, weil ich es einfach schon immer gemacht habe und ich bin irgendwie dabei geblieben, weil ich es toll fand. Und ich bin total dankbar, dass sich das wie so ein roter Faden durch mein Leben zieht, weil ich konnte so alles drumherum bauen und das bietet mir auch sehr viele Möglichkeiten. Ich erlebe sehr viel, ich lerne sehr viele Menschen kennen und ich finde es ein toller Job einfach. Eine maßgebliche Entscheidung, glaube ich, in deinem bisherigen Leben war auch 2016. Da bist du in die USA gegangen. Wieso 2016 und wieso Amerika? Um ehrlich zu sein, hatte ich einfach überhaupt keine Lust mehr auf meinen Alltag. Ich wollte wie so einen kleinen Anschub. Manchmal muss man ja einfach das Umfeld mal verändern. Ich glaube, es hat mir auf jeden Fall so den Spaß am Fußball wieder ein bisschen mehr gegeben, weil zu der Zeit hat es mir nicht so Spaß gemacht. Und ich habe auch gelernt, einfach wieder ein bisschen mehr aus mir rauszugehen und neue Sachen auszuprobieren und nicht so viel Respekt haben zu müssen von Neuem. Frauenfußball in Amerika ist sehr, sehr beliebt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass viele Zuschauer kommen bei einer Uni. Aber ich glaube, erstes Spiel, ich war gerade mal eine Woche am Campus, da kamen schon 5000 Leute ins Stadion. Das war für mich, also ich habe zweite Liga gespielt vor 80 Leuten. Das war unglaublich. Was macht den Frauenfußball in Amerika so beliebt? Aber ich finde, das ist immer so ein bisschen eine fiese Frage, weil es wirkt dann so, als ob in Deutschland einfach niemand den Frauenfußball so feiert. Aber ich glaube, es ist einfach so ein bisschen strukturell, kulturell bedingt, um ehrlich zu sein. Also in Amerika sind halt einfach andere Sportarten als der Fußball, gerade im Herrenbereich halt total beliebt. Und die Frauen haben so den Fußball für sich so ein bisschen eingenommen, was total schön ist. Und davon habe ich dann auch profitiert, als ich rübergegangen bin, weil einfach so eine positive Begeisterung herrscht und nicht die ganze Zeit verglichen wird. Also man liest es ja immer wieder, Laura Freigang, der Fanliebling. Was denkst du denn, warum so viele Leute genau das toll finden an dir? Ich glaube, das ist halt genau das, was ich irgendwie versuche zu leben. Also einmal so diese, ja, Positivität und diese Energie, die ich versuche auszustrahlen, weil ich das einfach total wichtig finde, gerade im Zusammenleben mit anderen Menschen, wie es zum Beispiel in der Mannschaft der Fall ist. Aber auch, dass ich mich nicht klein machen will, wenn ich jetzt, ob ich jetzt 10 oder 90 Minuten spiele, ändert sich ja der Wert der Sportlerin, der Person nicht. Und ich glaube, ich versuche einfach, ich selbst zu sein. Und das kann ich, glaube ich, glücklicherweise auch ganz gut vor Kameras. Und ich lebe so mein Leben, weil ich das richtig finde und stehe für diese Werte ein. Hast du Vorbilder? Boah, das ist mir immer richtig schwer gefallen. Ich bin immer so ein bisschen meinen eigenen Weg gegangen und habe mir immer so, wie gesagt, wenn ich was gesehen habe, was ich cool fand, habe ich das auch vielleicht imitiert, aber ich war nie so, oh mein Gott, Messi, mein Vorbild oder Ronaldo oder jetzt so eine Person. Ich bin total, glaube ich, glücklich, wie ich es mit meinen Eltern erwischt habe. Also kann man sich ja nicht aussuchen, ne? Aber meine Eltern sind so in der Kombination vor allem, nicht mein Vater einzeln, meine Mutter einzeln, sondern beide zusammen ein riesiges Vorbild für mich, weil ich total viel von denen gelernt habe. Was findest du an denen bewundernswert? Also meine Mutter auf der einen Seite ist unglaublich emotional und sozial intelligent und hat dann wahnsinniges Gespür für. Und mein Vater ist sehr analytisch, hinterfragt alles und strukturiert und realistisch. Und ich versuche irgendwie so diese Mitte dazwischen zu finden, weil ich finde, es ist gut, wenn man was im Beiden hat.
Hast du das Gefühl, dass du selber auch ein Vorbild für viele da draußen bist? Ja, ich als Vorbild. Ich bin mir der Verantwortung bewusst, aber ich glaube, ich versuche einfach in dieser Welt, wie sie jetzt ist und auch mit Social Media und versuche ich einfach so echt und nahbar wie möglich zu sein und Einblicke zu geben, so viel ich kann und so viel es für mich auch in Ordnung ist, um halt irgendwie ein klares Bild zu geben und nicht abzuweichen von der Person, die ich wirklich bin. Ich bin ja Fußballerin und ich bin ja Nationalspielerin, aber eigentlich bin ich genau der gleiche Mensch wie vor 2, 4, 8 Jahren und mache einfach so ein bisschen mein Ding. Und das ist ja irgendwie crazy, dass einen so viele Leute kennen und das bewundern. Du hast viele Interessen. Du magst Mode, du magst Fotografie, du malst gerne. Woher kommt das? Warum so viele kreative Sachen, die du machst? Manchmal mag ich es einfach, mich hinzusetzen und irgendwas zu haben, mit dem ich mich beschäftigen kann. Und das macht mir am meisten Spaß. Und die Fotografie, muss ich sagen, klar, ist auch so was Visuelles, was irgendwie Schönes. Und ich kann halt diese ganzen Momente festhalten, die ich erlebe. Ja. Durch die Fotografie kann ich das irgendwie alles ein bisschen kombinieren und habe echt so richtig viele schöne Bilder, die ich mir immer wieder angucken kann. Was ist das perfekte Foto für dich? Eins irgendwie, wo die Stimmung rüberkommt. Also das finde ich so das Schönste. Deswegen bin ich auch nicht so fixiert auf jetzt nur Optik und da muss alles perfekt aussehen, sondern es ist mehr der Moment für mich, der zählt. Und deswegen mag ich das Analoge auch, weil da irgendwie die Stimmung noch viel mehr rüberkommt. Da ist irgendwie, da muss man auch gar nicht viel dran machen. Worauf bist du besonders stolz in deinem Leben? Ich glaube, ich bin stolz, so alles irgendwie zu schaffen. Das klingt so banal, ne? Aber ich finde, es ist bewundernswert, wenn man im Leben irgendwie alles einfach hinkriegt und weiter dran bleibt. Es ist nicht immer alles so einfach. Und dann mit solchen Extremsituationen umzugehen, wenn man irgendwie versucht, seine Träume zu leben und es klappt nicht immer alles so. Ich habe schon total viel geschafft, aber es ist auch schon total viel schiefgegangen. Und dann sich immer wieder rauszuboxen und weiterzumachen und irgendwie so einen positiven Spirit sich zu erhalten. Ich finde, darauf sollte man auch stolz sein, damit man das auch weiter durchziehen kann im Leben. Ich habe das Gefühl, ja, jetzt ist wahrscheinlich so meine aufregendste Zeit, so von oben betrachtet. Also ich erlebe total viele Dinge und irgendwie alles ist total schnelllebig, irgendwie die Wochen fliegen vorbei. Aber ich hoffe, dass ich dann irgendwann auch fertig dann einfach damit bin und dann auch glücklich damit bin, fertig zu sein. Weil jetzt kann ich mir gar nicht vorstellen, irgendwann nicht mehr das zu machen, was ich jetzt mache. Okay. Aber mein Ziel ist, dass ich dann, keine Ahnung, ich bin dann 65 und denke so, boah, ein Glück bin ich nicht mehr 25. Weil 65 ist total toll. So, ich hoffe, ich habe so ein richtig langes, schönes Leben.